Dass wir aber generell auf Bundesebene, obwohl ja im Grundgesetz ausdrücklich die Möglichkeit vorgesehen ist und obwohl es im Grundgesetz heißt, dass das Volk seinen Willen in Wahlen und Abstimmungen zum Ausdruck bringt, dass wir hier diese Möglichkeit total abschneiden, das geht nicht und das muss sich ändern. Und wir werden auch keine Ruhe geben, bis sich's geändert hat.